Jetzt kann ich den Film skippen. Was ist eigentlich hier mit dem Heli? Macht der Mensch damit? Nö, nicht. Ja, hier mit normalen Waffen, da metzelt man die um wie nix. Revenge was the only clear thought in my head. The only one I could call mine. I knew Gentech was the key. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And then there was Blackwatch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Blackwatch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had. Jetzt hier auf der Minimap sehen wir jetzt unter anderem so Nebenmissionen. Mal gucken. Sind die eigentlich weit weg oder so? Mach ich das mal einfach so, so zum Spaß. Mal nochmal gucken, was denn genau war. Ich denke mal so Hindernis-Parcours in irgendwie einer vorgegebenen Zeit schaffen. Ich weiß nur, ich hatte mal, ich glaube, der war der Speicher, den ich ja noch hab. Da hatte ich alle Events geschafft, so. Also mit den Bestzeiten, mit allen Bestzeiten aufs Beste gemacht und so. Glaub, gab es ja auch Medaillen, je nachdem welche Bestzeit man geschafft hatte, und dachte, gibt glaub Bronze, Silber, Gold und dann noch irgendwas, ich glaube Diamant oder so. Hatte ich alle auf Diamant, es hat ewig gedauert, aber hat mich sogar mit einem Pop-Up-Dingens belohnt und gesagt, so ist ein wahrer Prototype-Meister. Wenn ich das jetzt auch noch wäre, dann wäre das toll, deswegen probiere ich das jetzt mal. Ja, hier sieht man es. Bronze, Silber, Gold. Und dann kam hier irgendwann noch eins, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Sagen so, manche Events kriegt man eh noch nicht komplett hin. Man verbessert ja seine Bewegungen mit der Zeit. Also mit Upgrades und allem. Deswegen habe ich die eh am Ende vom Spiel machen müssen. Komm schon, ich will eine gute Bestzeit. Oh shit. Egal. Hätte. Ging besser als erwartet. Und ja, Silber. Sagen wir so, man wird ja eh schneller und alles, was heißt, die meisten sagen, die kann man, wie schon gesagt, noch nicht schaffen. Jedenfalls noch nicht auf Gold. Aber das Gute ist, man kriegt dafür immer Erfahrungspunkte, welche sich zum Kaufen von Upgrades eignen. Unter anderem hier die Shield Power, mal sehen, was sind das nochmal. Okay, Movement Speed. Was? Movement Speed? Nein, nur Movement. So, mal sehen.
richtig. Hier Sprint Speed. Und Jump Upgrades hier, die sind die ganzen Sachen. Erdash Boost. Mache ich das hier zuerst. Und Jump Upgrade ist, glaube ich, wichtiger fürs Erste. Ja, die allgemein das Movement ist extrem wichtig. Wenn man das früh bekommt, dann geht man voll ab. Geht es auch nicht schlecht, muss man sagen. Sprint and Grab ist auch richtig geil. Im Rennen einfach grabben, das ist auch eine der Techniken, die einen das ganze Spiel extremst erleichtern. Mehr so wie vorher der Typ zum Beispiel. Genau, hier mache ich das jetzt mit der Shift-Taste. Das ist der R-Dash. So, das hier. R-Dash. Damit geht man voll ab. Mit dem Glide und allem. Das ist das normal. Lol. Hier, da kriegt man, kann man eh extrem weite Distanzen überwinden. Muss mal ganz kurz gucken, dann kann man nachher gleiten. Kann man extrem weite Distanzen überwinden, das ist der Hammer. Fängt an mit Gleiten. Air Dash gleiten. Und schon ist man ewig weit auf dem anderen Gebäude, ohne runterzufallen. Richtig göttlich. Irgendwann gibt es dann, glaube ich, soweit ich weiß, auch den Double Air Dash. Das wird auch richtig göttlich. Kann man hier immer gleiten, dann dashen, dann gleiten und dann glaub nochmal dashen. Und richtig genial. So, was haben wir denn hier? Find anything? Jesus Christ, don't do that. Sorry. Okay, your apartment? There's nothing left there. Well, it doesn't matter. I've been looking at your laptop. Laptop? Yeah. It came in a package the day after you went AWOL. Look. I've seen that girl before. Well, it makes sense. There are only two names in the file. One is yours. The second is this woman. Elizabeth Green. She's still in isolation at the Gentech building. Do you know who she is? Hey, whoever she is, she knows more than I do. My God. She's just a girl. What kind of fucking monsters are these people? Can't remember. Axiom will sweep to the river. Brimstone will encircle the entire sector and detain anyone moving through the area. I want this contained by daybreak. Sir, there are nearly 100,000 people in the blue zone. I'm not interested in excuses. Get it done. We have a situation I think your team is well suited for, Captain. How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders. We can be wheels up and boots on the ground anywhere in the city in 15. With respect, sir. A suppression operation in a city of 12 million is slightly more than my men can handle. The situation has already evolved, Captain. You're not participating in the containment action. Your team has a single target. Alex Mercer, codenamed Zeus. He's carrying a new strain. He's eliminated 50 of my men and smashed through a 2-foot steel door.
You interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's at stake. So, was wir zu der Gentech Facility. Ja, hier jetzt eben diese Zonen auf der Minimap, die haben auch noch irgendwas zu bedeuten. Ich glaube, blaue Zonen sind Militärgelände. Und irgendwann gibt es auch noch rote Zonen, die irgendwie befallen sind von irgendwas. Irgendwie der Infektion da, der so um den. Ja, irgendeine Infektion, die in, wo es in dem Spiel halt umgeht und so. Ich glaube, Blackmail Virus oder so. Wie der nochmal geheißen hat. If I look just like them, I should be able to walk among them. Okay, that should get me to the perimeter. But I don't think it'll be enough to get me inside. I need someone with rank. Someone with rank. Someone with rank. Ich hab so ein Gefühl, der da hinten ist genauso someone. Ja, ja, genau, die Dinger sind so Detektoren irgendwie. Ich glaube, die könnte man doch hacken, dachte ich. Alright, he's my ticket inside. Da müssen wir mal aufpassen. Close it off. No one goes in or comes out of the Gentech building. I want it sealed with level 4 protocols. Ich glaube, man konnte die irgendwie anscheißen. Ja, ja, genau. Wenn man die anrempelt und müssen unser normaler Soldat, dann schucken die einen immer weg. Aber hier, wenn man das mit dem macht. Good day, sir. Diese Schleimer. Elizabeth Green. The time for waiting is over. I don't understand.